Hm, da sind wir mit dem Blick auf den Nasdaq. Oh boy, kann ich dazu nur sagen. Während in der letzten Woche viele schon gesagt haben: Oh mein Gott, jetzt kommt der nächste Bärenmarkt. Boom! Stehen wir schon wieder am Allzeithoch. Frage jetzt natürlich, wie nachhaltig ist der Schub nach oben? Das ist das, wo der ein oder andere Händler jetzt immer mal wieder kalte Füße bekommen könnte. Gute Trading Chancen, wo der Nasdaq jetzt verortet ist. Deswegen heute der Blick rein. Öl. Halleluja. Wir haben gestern Morgen gesprochen über die Longchancen aus charttechnischer Sicht im Öl. Und da zum zweiten Mal, zack! Auf geht's! Boom! Der Winner of the Day. Das war klasse, was da gestern lief. Und momentan schaut der Chart auch recht vernünftig aus, damit es weitergehen kann. Kleine Kontraktion oben am Vortageshoch. Auch das schauen wir uns nachher mal kurz an, wenn wir es zeitlich auch noch unterbringen können. Heißt also, heute auf der Uhr, auf alle Fälle mal der Nasdaq. Wenn wir es schaffen, noch das WTI. Bei den Währungen habe ich auf der Uhr US-Dollar, kann dollar Kandler und das Währungspaar britisches Pfund US-Dollar, denn wir bekommen heute äh, Zahlen von, was heißt Zahlen? <laughs> heute ist die Bank of England dran, Punkt. Ohne wenn und aber wichtig ist, was, 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 was erzählt wird. Ja, die Zahlen an den Zinsen, ach, da, da wird wahrscheinlich nicht viel kommen, aber äh, wichtig ist. Was die Leute sagen, die was zu sagen haben, das könnte für Bewegung sorgen. Und deswegen schauen wir heute mal auf die charttechnische Situation im Cable, ziemlich angeschlagen momentan. Äh, was da oben losgeht, sieht so ein bisschen aus, als wenn der Chart nach unten möchte. Alles dazu gleich live hier in den tickenden Charts. Zuvor wie immer der Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Punkt aus und Ende. Und dann noch ein kurzer Blick in die Nachrichten. So wahnsinnig viel kommt hier jetzt und heute nicht. Wir sehen es hier aus Großbritannien. Äh, haben wir auf der Uhr das Thema Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe. Einzelhandelsumsätze bekommen wir aus der Eurozone um 11 Uhr. 13 Uhr gibt es den Zinsentscheid der FED und 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Auch das wissen wir, ein extrem wichtiges Thema. Erwartet sind weniger als letzte Woche. Wäre schön, wenn das Erfüllt wird. Morgen gibt es dann die Non-Farm Payrolls. Also jetzt die Arbeitsmarktdaten für heute und morgen sind sehr, sehr wichtig für die Märkte und auch sehr, sehr wichtig für die Fed und für den Plan von Joe Biden, der mit seinem Hilfspaket immer noch nicht durch ist. Dazu morgen auch noch ein bisschen mehr, wenn wir hier den Blick auf die großen Indizes machen. Und morgen haben wir dann auch, wie äh, vor kurzem schon angekündigt, nochmal das Thema Inflation auf der Uhr. Ich weiß, es ist für den einen oder anderen ein bisschen früh, aber ich sage immer, der frühe Vogel fängt den Wurm und es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen und nicht, wenn es zu spät ist. Das ist das, worum wir morgen drüber sprechen. Das Ganze dann allerdings ausführlich dazu mehr am Freitag. Wir gehen jetzt rein in die Charts. Ich mache ganz einfach hier das Chartbild äh, wieder groß an dieser Stelle und sage an diesem Punkt auch gleich nochmal, wer Fragen hat, bitte rein in die Chats. Ich sehe auch auf Facebook und Zoom, es kommt alles an. Guten Morgen, Grüße sind auch da. Top, das ist sehr gut. Heißt also, jetzt können wir hier uns fokussieren auf die Charts. Die gebe ich auch gleich nochmal hier in Zoom mit frei als Großbild, damit auch hier alles schön scharf erkennbar ist. Und wir legen mal los. WTI, wie schon gesagt, machen wir gleich noch. Zunächst erstmal ähm, der wichtigste Punkt äh, der NASDAQ. Hier haben wir einen US-Tech. Mega, was für eine Rallye in den letzten Handelstagen. Direkt unten aufgesetzt am Support bei 12.200 und äh, Quatsch, bei 12.735 Punkten. Ne? Sehen wir hier schönes Kauflevel in diesem Bereich, schön getestet. Doppelboden. Widerstand oben, altes Allzeithoch bei 13.606. Hier ja, sind wir am Dienstag, sind wir hier, nein, am Mittwoch sind wir hier im Hoch gewesen bei 13.300, nein, im Hoch bei 13.592. Also knapp verfehlt das alte Allzeithoch. Jetzt wird's natürlich spannend. Was passiert? Wir müssen jetzt konstatieren, dieses, diese Verortung, die wir hier haben, die ist jetzt von ganz, ganz, ganz hoher Brisanz, denn die Frage stellt sich jetzt: laden dort oben immer mehr Leute ab und wir bekommen doch die Gefahr eines Abwärtstrends? Oder wird es eine relativ saubere Korrektur geben und der Markt strebt dann neue Hochs an? Das ist die wichtige Frage. Die wird sich. In Kürze klären, wenn wir wissen, wo es hingeht. Das schauen wir uns gleich mal in den kleineren Zeiträumen an. Aber was wir im Tageschart einfach sehen müssen, ist diese weite Spanne unten zwischen, ich sag mal, 12.735 und oben 13.606. Das ist erstmal eine Hausnummer. Und diese Hausnummer ist der momentane Schwankungsbereich. Und solange wie wir nicht über eine, also. Durch eine der beiden Seiten durchlaufen, ähm, haben wir hier ein Hin- und her -Mark. Das muss man ein bisschen auf der Uhr haben. Das heißt, hier ranges möglicherweise auf großem, großem Bild. Aber das Gute ist, weil die Range so groß ist, bietet das Ganze auch gute Chancen für die kleineren Zeiteinheiten. Und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen hier äh, an dieser Stelle, da gehen wir mal eben kurz in den Stundenchart mit rein. Und schauen uns das Ganze einfach einmal an. Und was wir hier sehen, ist halt das Interessante innerhalb dieser Bandbreite, die ich gerade auf dem Tageschart angedeutet hatte. Wir sehen halt hier, das ist der trendige Verlauf von unten nach oben. Ne? Sieht man schön, ich mache mal kurz den Zeitrahmen rein. Hier sieht man schön den aufwärtstrendenden Markt. Hier. Die Gegenbewegung, der Abwärtstrend sozusagen. Und da ist es jetzt auch wieder interessant, wo der Markt angefangen hat, hier wieder zunächst erstmal rumzudrehen. Das ist nämlich genau dieses größere Schwunglevel hier um die Marke von 13.400 Punkten. Wie schon gemerkt oder wie schon gesagt, es gibt hier nicht immer Punktlandungen. Ne? Das sind so immer grobe, äh, grobe Bereiche, die man hier an dieser Stelle hat. Und das ist jetzt halt wichtig, wenn wir hier tatsächlich den Schub nach oben schaffen, das heißt es schaffen, oben drüber zu laufen, hier über dieses kleine Zwischenhoch um die Marke von 13.460, das war der Hochbereich hier, dann wäre es positiv zu sehen, dann könnten wir durchaus relativ zügig wieder oben reinlaufen. Anlaufmarke haben wir hier an den Zwischenhochs 13.500 Punkte, 510 hier in diesem Drehbereich, beziehungsweise dann hier noch ein Stück weit höher am Zwischenhoch, etwas hier um die Marke von ähm, 13.500 und knapp 65 Zählen, bevor wir dann schon wieder oben stehen. Das ist die Longseite, die wir hier für heute momentan auf der Uhr haben könnten, wenn der Markt jetzt direkt weiter hochläuft, beziehungsweise ähm, kein neues Tief unten drunter macht. Das heißt hier, er sollte nicht unter das aktuelle Tag tief laufen. Das haben wir hier unten stehen um die Marke von 13.555 Zählern. Das ist diese äh, hier unten. Ich hänge einfach mal kurz ein Preisschildchen dran. Da sollte es nicht runtergehen. Kurzen Augenblick hier. Machen wir mal noch eine 55 hinten draus. So, zack, bumm, aus Ende. Und damit haben wir hier an dieser Stelle selbstverständlich mal den Weg oben übers Tageshoch, sieht sehr bullisch aus, das sind die Anlaufpunkte auf der Oberseite. Fallen wir aber drunter, dann können wir uns in Richtung Korrektur-Ausdehnung ein bisschen austoben, heißt also hier auf dem Weg zur Unterseite, in das größere Support-Level, um die 12.735, haben wir hier ein paar Marker drin, die durchaus interessant sind. Das sind zum einen hier die kleinen, zwei kleinen swing die wir hier haben, bei 13.335 und 13.310 in diesem Bereich hier, Dann natürlich dieses Swinglow hier um die Marke von 12.217 war das Low hier unten, also das sind immer so Bereiche. Dann haben wir hier auch einen Richtungswechselbereich, wo wir hier ein wichtiges Zwischenhoch rausgenommen haben. Haben wir gesehen, da ging es ordentlich mit Dynamik nach oben. Kurzes innehalten und dann weiter. Das ist die Marke um die 13.175. Und wenn die auch nicht hält und wir bekommen eine sehr, sehr hohe Volatilität, dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass man kurzfristig hier in die Marke äh, unter die 13.000. Punkte fällt, das ist hier das, der Bereich um die 12.980 Punkte. Das sind mal Anlaufpunkte, die wir hier im kleinen, im untergeordneten Bereich vom Nasdaq sehen. Die könnten durchaus interessant werden, ähm, zumal wir ja die letzten Tage deutlich gestiegen sind und eine Korrektur nur gesund wäre. Vorteilhaft wäre es halt zum Thema Stärke der Märkte, dass wir hier früh genug wieder rumdrehen und hier aus dem Schub nach oben in die Korrektur und dann wieder oben rausgehen. Das wäre schön, denn dann bekämen wir hier mit Blick auf den Nasdaq auch im größeren Rahmen einen Aufwärtstrend und das würde dann sehr, sehr schön ins Bild des Tages reinpassen, denn das, was wir hier dann sehen auf Tagesbasis, ich lasse die Linien hier mal ganz kurz drin, aber was mir jetzt hier sehr, sehr bullisch gefallen würde, was das bullische Bild auch tatsächlich unter, äh, ähm, untermauern würde, um das mal so Sagen wäre einfach das hier initialer Schub nach oben, eine Korrektur und dann der Schub hier. Dann hätten wir hier einen Aufwärtstrend in diesen Aufwärtstrend hinein und das ist ja das interessante, das spannende. Wir haben ja ja auch gesehen hier die Korrektur dann die Bewegung und jetzt wieder eine tiefe Korrektur. Das heißt, der Aufwärtstrend ist schon aktuell weiterhin intakt und die Händler suchen halt äh, die Möglichkeiten, zu günstigen Preisen immer wieder in die Märkte einzusteigen. Ähm, da ist auch von meiner Seite her mal ganz kurz die Bitte oder die Frage quasi in die Runde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, ist denn jedem bewusst, was letzte Woche durch GameStop an den Märkten ausgelöst worden ist, warum es da... Initiiert auch durch GameStop ähm, einen massiven Kursrutsch an den Märkten gab. Wenn das nicht jedem klar ist, das sind Dinge, die sind meiner Erfahrung nach sehr, sehr wichtig, um Handelsentscheidungen zu treffen. Um auch eine Entscheidung zu treffen, wie es fundamental mit Indizes auch weitergeht. Ähm, um auch das richtige Mindset zu haben, weil man gewisse Sachen einordnen kann. Wenn das nicht richtig klar ist, einfach kurzen Hinweis geben in die Chats hier rein. Dass ich das nochmal anführen soll, dann werde ich da morgen auch noch mal ein paar Worte zu sagen, weil das sind wirklich sehr, sehr wichtige Dinge. Also hier an dieser Stelle einfach rein, einfach sagen: Seidel, sag was dazu und dann mache ich das morgen in aller Ruhe. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Wir machen weiter hier mit dem Blick in die Währungen. US-Dollar, Kanadaler dollar steht als nächstes auf der Uhr. Hier Canadian-Dollar. Schöne petro haben wir auch wieder da. Und hier mag der Markt gerade so ein bisschen wieder den Richtungswechsel forcieren. Kurzen Augenblick. Ich nehme mal kurz die ganzen Linien hier raus. Kleinen Augenblick. Eins, zwei, drei. Alles raus hier. Zack, zack, zack. Schön sauber machen den Chart. Wir wollen uns jetzt nämlich auf den sauberen Chart mal konzentrieren. Und das sehen wir an dieser Stelle natürlich hier besprechen. Das ist der Abwärtsschub, aber wir haben eine Kehrtwende, die wir momentan haben. Wir gucken mal ganz kurz ins langfristige Bild hier äh, in die Woche rein. Und da sehen wir unten drinnen, hier an dieser Stelle, ich skizziere das mal ganz kurz an. Schaut's hier, das war der Aufwärtsschub, der letzte äh, größere. Dann gab es die letzte Bewegung hier unten rein. Moment, das da unten raus. So, na, jetzt aber. Metatrader, lass dich nicht das So, jetzt haben wir es. Also hier, das sind die letzten Schübe, die wir hier drin gesehen haben. Die letzten Bewegungen und Korrekturen im Abwärtstrend. Und jetzt ist hier was passiert. Man sieht es im Wochenchart recht gut. Wir sind über einen wichtigen Korrekturbereich drüber gelaufen. Haben dann zwar erstmal abverkauft, aber wir haben die Chance, wenn wir hier oben drüber laufen, über das hoch, was wir hier drüben liegen haben dass wir hier eine Aufwärtssequenz initiieren, die dann durchaus erst einmal das Potenzial hat hier in diesen ehemaligen Verkaufsbereich reinzulaufen und das ist durchaus kurzfristig interessant, sollte man Stärke bekommen. Wir sehen ja allerdings momentan auch diese Kerze hier, die sieht alles andere als stark aus und das ist wieder genauso eine Situation, wo es tatsächlich hochinteressant wird, das Ganze mal näher zu betrachten, denn wenn der US-Dollar weiter Stärke zeigt, dann sollte es tatsächlich die Chance geben, oben rauszulaufen und die oberen Level mit reinzugehen. Das ist sehr, sehr wichtig und das schauen wir uns jetzt mal kurz auf der Tagesbasis an. Hier sehen wir nämlich den Abwärtslauf, und das ist hier die erste trendbrechende Bewegung nach oben. Und da wird es jetzt nämlich sehr, sehr interessant, was hier unten in diesem Bereich passiert. Wir haben hier einen leichten Bodenbildungsbereich, kann man mal so sagen. Hier, ich sag mal, über den Daumen grob die Marke von 1,27,50 in etwa. Und das schauen wir uns jetzt mal eben im Vier-Stunden-Chart an. Da kann man es nämlich ein bisschen besser sehen, dieses leichte Aufbäumen und auch dieser Entscheidungsbereich. Und das ist jetzt tatsächlich sehr, sehr interessant, was wir hier an dieser Stelle sehen, denn. Hier, da muss ich jetzt mal wieder kurz zum Zeichentool reingehen. Hier haben wir es, Moment. So, Start da durch. Also, hier, das war alles noch abwärts gerichtet. So, das war Nummer 1. Dann kam der Aufwärtstrend. Und der hat sich halt hier gebildet. Schaut mal, Bewegung, Korrektur. Hier gab es vorher natürlich noch den ersten Zacker nach oben. Dann hier die Bewegung nach oben. Und das, was wir hier jetzt sehen, das ist zwar schon ein Gegentrend, aber es ist immer noch die korrektive Phase, die wir hier haben im Aufwärtsschub. Das heißt, das sehen wir jetzt die Korrektur des Ganzen und solange, wie wir hier an dieser Stelle nicht unter dieses Level hier drunter fallen, haben wir weiterhin die Möglichkeit einer Aufwärtssequenz auch da. Und das ist halt interessant zu sehen, was hier passiert. Solange wir nicht hier unter diese Tiefs fallen, das heißt unter die 1,2750, haben wir durchaus die Chance hier aus diesem Schub nach unten jetzt nach oben zu drehen und den Markt nach oben mitzunehmen und dann die höheren Level anzulaufen. Das ist das Schöne, das ist dieser Drehbereich und da könnte es durchaus zu einem nachhaltigen Richtungswechsel kommen. Sollte das nicht passieren, sondern der Markt direkt wieder schwach werden, dann wissen wir genau, auf was wir uns fokussieren können. Das sind dann hier die Zwischentiefs die wir hier unten haben, das sind dann die ersten Anlaufpunkte. Wenn wir uns das mal kurz noch in Zahlen anschauen wollen, heißt das hier an dieser Stelle, alles, was hier abverkauft wird, also ganz klar, ähm, alles, was hier unter 1,27,50 drunter geht, hat den Fokus zur Unterseite und dann haben wir hier die Anlaufziele 1,28, was haben wir stehen? Ach, Quatsch, 1,26, 85, 86 rum und dann hier da unten rein, zack. Hier, das ist das 1,2590. Das sind kurzfristig mal Punkte, die wir da haben auf der Agenda. Und das ist der schöne Schwungbereich, den wir hier haben. Und das sehen wir halt sehr, sehr schön nach unten laufen. Und wenn wir das mal noch ein bisschen zusammenraffen wollen, ähm, hier, das ist schon halt ein langes, langes Tief. Das heißt, der Blick in den Tageschart offenbart dann auch, sollten wir tatsächlich hier unten drunter laufen, dann wäre das nur ein, sage ich mal, Fehlversuch gewesen, die Oberseite anzulaufen. Und der langfristige Trend zur Unterseite ist. Setzt sich wieder fort und wir sind dann hier auf dem Weg zur Unterseite unterwegs und dann haben wir hier ein paar kleine Zwischenlos, die wir durchaus anlaufen können. Soweit ist es heute jetzt noch nicht. Wir haben erstmal den kurzfristigen Fahrplan quasi an der Drehstelle, wo wir jetzt sind und damit können wir durchaus erstmal arbeiten. Das zum Canadian Dollar und damit gehen wir hier in das Cable rein. Auch das momentan hochinteressant. Hier bitte ich wie immer zu beachten, heute. Das Thema Notenbank, was wir dort auf der Uhr haben. Äh, und äh, das Ganze zu sehen hier an dieser Stelle. Ich sehe gerade, der Ton ist leicht übersteuert. Ich habe das mal zurückgesetzt. Ich hoffe, es passt ein bisschen besser jetzt. Danke, Christian, äh, für die Information. Ähm, also an dieser Stelle, britisches Fund. Was haben wir hier an dieser Stelle zu sehen? Wir sehen hier im britischen Fund ganz klar eine Abwärtsdynamik in fünf Minuten. Aber viel, viel wichtiger. Wir hatten drüber gesprochen. Ah, jetzt ist es hier wieder so voll. Moment. Ui, 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 ui. Da sehen wir ja gar nichts. Überhaupt nichts. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Wir hatten drüber gesprochen. Der Keil. Manchmal dauert es halt ein bisschen, bis der Markt sich entscheidet. Ne? Manchmal gibt es ein bisschen Geplänkel. Aber der Keil ist da, der Keil läuft, der Keil hat den schönen Boden auch verursacht hier im Bereich um die 136. Und jetzt, zack, zab, hier raus gehadert. Jetzt haben wir die Bestätigung. Die erste Ausbruchsbewegung, die wir gehabt haben, ähm, hier. War der erste Versuch, dann ging es wieder rein. Hier der zweite Versuch hat auch noch nicht ganz geklappt. Hier ging es dann drunter mit dieser Tageskerze. Und das Tief ist jetzt unterschritten. Das ist jetzt genau die Bestätigung, die wir brauchen, dass der Keil tatsächlich nach unten verlassen wurde. Wir sehen es hier oben. Deswegen schauen wir auf diese Level auch immer so hin. Hier wurde immer wieder abverkauft. Jetzt geht hier die Luzi ab nach unten. Und damit ist jetzt einiges an Potenzial da. Im Kurzfristbereich müssen wir natürlich erstmal schauen, hier dieser leichte Drehbereich um die 1357 bis 135850, das wäre mal das erste, der zweite Anlaufbereich hier unten, diese Marke um die 13520. Der Blick in den 4 Stunden Chart offenbart das auch noch mal sehr sehr schön hier an dieser Stelle, was wir da entsprechend auch haben. Wir sehen, der Markt trendet jetzt tatsächlich nach unten und das ist jetzt der nachhaltige Ausbruch, den wir hier am Laufen haben und dann haben wir hier halt entsprechend auch die kleinen Zwischentiefs hier, wenn man das mal rausnimmt, die wichtigeren Drehpunkte sind quasi genau die, die wir hier haben. Das heißt, die Zwischentiefs an dieser Stelle, die markiere ich jetzt hier einfach mal kurz drinnen. Also hier der Bereich um die 1,35 in etwa, dann hier die 1,345. Das wäre mal ein wichtiger Anlaufmarker auf der Unterseite die wir hier mit reinziehen können hier, das sehen wir auch schön, das Zwischentief hier unten in diesem Bereich. Und wenn es dann tatsächlich zu einer deutlichen Ausweitung kommt des Ganzen hier, ich gehe mal ganz kurz noch mal zurück auf den Tageschart. Schaut mal hier, wenn wir jetzt hier reinlaufen, das wäre mal der erste Zacker aus diesem Aufwärtstrend, den wir hier haben. Ich skizziere das mal kurz an. Schaut mal hier, das sind die Zwischentiefs um die 1,35, dann hier unten die 1,3450 in etwa. Und dann ist der Weg nach unten schon deutlich weit. Wir haben hier noch einen leichten Schwungbereich. Um die 1,330405. Aus charttechnischer Sicht wäre es dann allerdings, wenn wir tatsächlich so heftig abverkaufen, auch nicht unmöglich, dass man hier mit Blick auf den größeren Aufwärtstrend hier in eine korrektive Phase reinläuft. Guckt euch das mal an hier. Das ist jetzt der größere äh, Trend, dass wir ohne weiteres hier. Level von 13160 auch mit anlaufen. Da wird die jetzt im großen Kontext nichts wirklich Schlimmes passieren. Das wäre halt nur eine vollständige Korrektur dieser letzten Aufwärtsbewegung. Also da ist viel, viel, viel Fleisch am Knochen dran und ich denke, da kann man einiges, einiges mit nach Hause nehmen, wenn man die Setups passend auch an dem Markt tradet. Das ist der Blick ins britische Fund. So hätten wir das. Dann hatte ich gesagt, wir schauen heute auf. Moment, wo haben wir es hier? WTI T I Gestern drüber gesprochen. Leute, ich freue mich echt, wie Bolle, wie das momentan funktioniert. Ne? Wir haben drüber gesprochen, über das ganze Ausbruchslevel hier. Der Tageschart hat es hergegeben. Schaut es euch an, hier der Ausbruch über dieses Level drüber, oben rauf, hier untergeordnet, dieser Korrekturbereich. Eine schöne Korrektur, feines Muster, zack, zur Oberseite rein. Was haben wir hier jetzt momentan? Das erste Ziel ist mittlerweile auch erreicht. Der erste Zielbereich hier oben, dieser kleine Drehbereich, den sehen wir wir hier im, im Stundenchart ganz gut, was als nächstes kommt, wäre dann tatsächlich hier oben dieses Level hier drüben um die 5790 bis 58 und dann hier oben die 5962. Wenn, <laughs> jetzt kommt es, wir tatsächlich die Stärke finden, hier oben drüber zu laufen und das ist jetzt tatsächlich mega mäßig spannend, denn wir sehen hier oben, ähm, macht der Markt ein Kontraktionsmuster. Unterhalb dieses Hochs. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant für all diejenigen, die sich fragen, ähm, wo kommt denn dieses Hoch dort her? Moment, da muss ich mal kurz in den 4-Stunden-Chart reingehen. Was wir hier drüben liegen haben, das ist einfach nur ein alter Drehbereich da oben. Ne? Also ich denke mal, der wird nicht so eine extrem hohe Relevanz haben, hier dieses Level dort oben, ähm, was wir da liegen haben. Also diese Linie könnte ich eigentlich rauslöschen äh, von der Seite her, weil das ist dieser kleine Zwischenzacker hier, äh, den wir da liegen haben. Jetzt Für die jetzige Situation ist es viel, viel wichtiger zu sehen. Was passiert hier oben an den deutlich größeren Bereichen? Und da ist es halt schön zu sehen, was der Markt hier macht. Er kontrahiert. Unter dem Hoch. Hier sehen wir auch wieder, der Markt fängt immer früher an zu kaufen. Und das ist aus dieser Sicht natürlich auch gut zu sehen. Das heißt, hier das Korrekturmuster, was wir da haben. Wir haben oben eine ganz leicht fallende Seite. Das ist aber überhaupt nicht tragisch. Sollten wir hier in dieser Verortung aus diesem bullischen Korrekturmuster lehrbuchmäßig ausbrechen, dann hätten wir hier, wenn wir das einfach mal kurz wie immer ausmessen, hier einfach auch mal kurz die Korrekturtiefe genommen und die oben drauf gesetzt. Dann wäre der nächste. Anlaufmarke mal hier um die 5720 und dann hier aus dem größeren Kontext, das wir gerade im Tageschart gesehen haben, die 5790. Da ist eine Menge Potenzial zur Oberseite da. Das wäre sehr sehr gut. Kriegen wir allerdings den Bruch zur Unterseite, dann müssen wir uns auch auf der Unterseite orientieren. Das heißt, die Anlauflevel, die wir da dann da haben, das wäre mal hier zunächst das Zwischentief, grob um die Marke von 55, was haben wir hier drin liegen? 55, 50 war das Low hier unten und dann hier entsprechend die Zwischentiefs- bzw das letzte Ausbruchslevel hier also 5520 und um die 5450 das sind mal so die Punkte die wir hier auf der Unterseite haben sollte es hier in die korrektive Phase reingehen und wenn wir mal sehen das ganze auf den Tageschart gespiegelt selbst wenn wir hier in die 5450 reinfallen wäre das immer noch eine schöne saubere Korrektur innerhalb der letzten Bewegung und da sehen wir hier wie schön der Aufwärtstrend entsprechend auch läuft hier komm rein Einmal berechnen bitte. Schön der Trend nach oben. Schön auch die Bewegungsarme. Kleine Korrektur. Jetzt wieder bullisch hoch. Was will man mehr? Klasse. Ich freue mich für all diejenigen, die hier entsprechend auch äh, dabei sind und das Ganze ja gut und gerne fürs Trading umsetzen wollen. So, dann hätten wir auch das besprochen. Dann schaue ich doch mal kurz in die Fragefelder rein. Haben wir hier was? So. Mensch, also Christian, moin. Ich hoffe, der Ton passt jetzt besser. Also sagt mir sowas ruhig, wenn es so einen Ton übersteuert, da kann ich auch entsprechend mit drauf eingehen. Wunschmärkte haben wir momentan nicht. Ich würde sagen, dann gucken wir nochmal ganz kurz hier auf unseren DAX. Da wird ja auch immer gerne gesehen und gerne geschwätzt. Und hier sehen wir momentan. Was ist denn das? Der Minutenchart? Halleluja! <laughs> ja, wir Leute, wir sehen eine Korrektur. Viel ist aber, was wir hier in der Stunde sehen. Und in der Stunde ähm, sehen wir den Markt äh, hier aus der Korrektur wieder nach oben raufstreben. Und das ist jetzt schön zu sehen, denn hier haben wir auch im Stundenchart einen intakten Aufwärtstrend. Leute, was ist denn hier los? Wir sind doch hier nicht abwärts gerichtet. Das ist doch schon längst hier aufwärts. So, da haben wir es. Also hier, das ist das, was wir hier sehen. Das, die schöne Aufwärtsbewegung, die wir hier haben. Ja, schön nach oben gelaufen. Kontext hier runter und dann zur Oberseite rauf. Das ist jetzt interessant zu sehen. Der Markt kommt wieder zurück. Hier oben könnte es durchaus auch eine Kontraktion geben. Hier, wir sehen es am Tageshoch, hatten wir hier, beziehungsweise hier in diesem Level, etwas unter der Marke von 14.000 Punkten, 13.900 um die 90. Da hatten wir die Hochs hier, die kurzfristigen Hochs gesehen. Und wir sehen, jetzt kommt der Markt schon ein bisschen wieder raus. Und jetzt wäre es halt wirklich wichtig, hier über die 13.950 drüber zu gehen, äh, um dann die kleinen Zwischenhochs hier oben rauszunehmen. Das heißt, hier haben wir das Level oben drüber. Ich weiß, es wird ein bisschen eng hier oben, weil die, weil die Bewegung nicht so groß ist, aber hier kommen wir dann irgendwo 13.975 für die kurzfristigen Trader äh, raus und dann wird es interessant, was passiert hier oben um die 13.990. Man muss dazu sagen, die asiatischen Märkte sind heute ein bisschen schwächer aus der Nacht gekommen, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen hier. Ähm, Japan hier hat nach unten hin abverkauft. Das ist halt einfach auch da, wenn wir mal noch kurz schauen wollen auf den australischen Aktienmarkt. Das ist der Dollar. Moment, da müssen wir mal kurz schauen. Den ASX hier mal noch mit reinzunehmen. Der ist auch schön aufgelaufen. Den hatten wir ja hier auch schon das ein oder andere mal besprochen. Hier ist er. Auch der kommt ein bisschen zurück. Aber auch auf einem relativ äh, hohen Niveau. Das ist jetzt hier der 15-Minuten-Chart, den brauchen wir hier natürlich nicht. Aber hier sehen wir hier gestern auch schön in die Hochbereiche reingelaufen, das angelupft, angetestet, jetzt geht es hier so ein bisschen in die Korrektur, das sind mal so ein bisschen die Vorgaben aus Übersee und das könnte durchaus dazu führen, dass wir heute so ein bisschen auch einen Korrekturtag mitbekommen, der hier durchaus relevant sein könnte, aber das ist alles in einem ganz normalen Rahmen, ich hatte es ja gerade beim Nestec auch gesagt, jetzt kommt es halt wirklich drauf interessant, wie der Markt sich hier entsprechend entscheidet und wenn wir uns das Bild mal kurz auf dem Tageschart mit anschauen wollen, dann sehen wir halt, sehr, sehr schöne, starke dynamische Aufwärtsbewegung. Und das, was wir jetzt hier brauchen, ist halt einfach der Schub oben drüber hier über diese 14.000-Punkte-Marke, 14.030 hier oben, dieses Doppeltop. Wenn wir das tatsächlich rausnehmen, dann ist erstmal wieder ein bisschen Luft nach oben da. Ich bin gespannt, wie der Handelstag heute, ähm, äh, sage ich mal, laufen wird. Tiefere Korrektur können wir dann erwarten, wenn wir hier unter das Tief von gestern laufen, unter das Vortagestief. Aber aktuell pendeln wir quasi in so ein Stück weit äh, zwischen hoch und runter, hin und her. Wir sehen es hier im Stundenchart. Es ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Und wenn wir uns hier mal den Chartverlauf auch anschauen wollen, ich mache es mal noch eins kleiner, dann sehen wir hier auch ganz, ganz klar, der Markt ist weiterhin nach oben gerichtet hier an dieser Stelle. Also das, was wir hier sehen, ist weiter aufwärts gerichtet. Schaut, wir kommen von hier unten raus und da hat der Markt schön angefangen nach oben zu streben. Ich mache es nur ganz grob hier an dieser Stelle. Wie immer, also das ist mal so das grobe Aufwärtsbild und jetzt sind wir rein und jetzt haben wir hier die korrektive Phase und das ist halt der Bereich, den ich gesagt hatte, solange wie wir hier drüber bleiben, ist hier alles in Ordnung für die Longseite, dann haben wir weiter Chancen, sollten wir hier drunter fallen, dann wäre es halt der Weg nach unten in die kleinen Zwinglos beziehungsweise Kaufbereiche, die wir da haben, das kann man dann gut planen. So weit zum DAX an dieser Stelle und jetzt haben wir ja in einer Minute Handelseröffnung, das heißt von der Seite her, ja, passt das Ganze. Jetzt kriegen wir noch Fragen rein. Hoho, naja, die letzten, die beißen immer die Hunde, aber egal, kriegen wir hin. Australdollar, japanischer Yen und britisches pfund Neuseeland-Dollar. Na klar, da gucken wir kurz noch drauf. Also hier der Blick in Australdollar. Was war es gewesen? Japanischen Yen. Mal schauen, ob wir den auch schon hier drauf haben austral japanischer Yen, da haben wir ihn. Ach, schöne Umkehrsituation hier. Der Markt versucht immer wieder so ein bisschen nach oben zu lupfen. Wir sehen es hier auf der Tagesbasis. Wir haben hier unten in diesem Bereich einen leichten Boden, den wir da haben, und hier oben, na, so kann man sagen, einen weiter gefassten Schwungbereich, wo immer wieder abverkauft wurde. Also das sind jetzt mal, sag mal, unsere zwei Marken, die wir hier haben. Und diejenigen, die das Ganze kurzfristig traden wollen, die müssen jetzt genau schauen, was passiert hier oben an diesem Zwischenhoch um die 80, 40 rum. Kommt es zum Abprall? Hier, wir gehen mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Dann sehen wir hier von unten der kleine Trend, der hier nach oben gelaufen ist. Das wäre dann natürlich wieder erstmal, wenn der Abprall kommt, hier Richtung Median rein. Also grob um die Marke von, äh, von 80. Japanischen Yen. Schieben wir allerdings oben drüber, dann haben wir auch Chancen zur Oberseite. Zunächst erst einmal im größeren Bilde hier natürlich die Marke von, naja, Knapp 80, 80 wieder zurück zu erobern. Als kleiner Zwischenanlaufpunkt hier das Spike hoch, was wir hier gehabt haben, grob um das Level von 80, 65 Also, das wäre mal hier das Kleine innerhalb der Range. Und wenn tatsächlich der Ausbruch zur Oberseite kommt, dann hier oben rauf gehen. Hier muss man eins ein bisschen sehen. Der Yen wird sozusagen momentan auch wieder immer, immer schwächer. Also, das ist die schwächere Währung sozusagen. wenn man dieses hat. Und sich die Schwäche im Yen entsprechend fortsetzt, dann wird es auch tatsächlich so sein, dass der Markt eher zur Oberseite ausbricht. Ist das nicht so? Dann erstmal hier Richtung Median orientieren. Und dann schauen wir noch auf britisches Pfund, Neuseeland, Dollar. Haben wir noch gar nicht offen. Das heißt, auch das mal kurz aufgemacht. Ich freue mich immer, wenn wir hier an dieser Stelle auch mal Fragen kommen außerhalb der klassischen Standardwerte. Das ist toll, da sehe ich, dass wirklich gut äh, zugehört wird. So, dann haben wir hier britisches Pfund. Neuseeland Dollar. Da ist er. Chartfenster auf. Zack. Und da gucken wir uns auch hier einfach mal den entsprechenden Chartverlauf auch an. Ich gucke mal kurz in den Tag hier oben rein. Da sehen wir eine schöne Umkehrformation. Ne? Wir sind ordentlich nach unten reingekommen, haben jetzt hier wieder einen Abwärtstrend an dieser Stelle. Auch der Bereich, wo wir angestoßen sind, sehr, sehr interessant gewesen hier oben. Dieses Level sehr, sehr schön. Kurzfristig ist jetzt durch diesen neuen Abwärtstrend nach unten die Luft, oder das ist nicht kurzfristig, mittelfristig ist die Luft jetzt frei, in diesen Auffangbereich hier unten rein, das ist so grob markiert, mal dieses Level hier unten am Zwischentief, um die 1,86, was wir hier unten haben, dieser Bereich hier, dieser Schwungbereich, und der ist auch hier hinten wichtig, das sieht man schön, der ist schon ein paar Mal getestet worden, auch in der Historie, das ist sehr sehr interessant, schauen wir uns das Ganze mal, gerade hier diesen starken Aufwärtsschub noch nach oben hin, ja, der hier diesen Abwärtstrend, oder beziehungsweise der dafür gesorgt hat, dass hier so ein kleiner Mini-Aufwärtstrend entstanden ist, schauen wir uns das ganze Bild nochmal an und da können wir nämlich, wenn wir in dem 4-Stunden-Chart sehen, wo die Reise jetzt hingehen kann, da haben wir nämlich auf der Unterseite ein paar schöne Anlaufmarker liegen, wo wir ranlaufen können. Einmal hier natürlich dieser ehemalige Drehbereich um die Marke von knapp 1,88, also hier dieses Level, und dann haben wir noch das Thema Swing Low mit da, das heißt hier wäre man noch ein Mini-Bereich um die 1,88, um die 40, da haben wir gesehen, das war hier drüben quasi äh, das Level, wo der Markt deutlich ähm, ähm, support bekommen hat, dann deutlich abverkauft wird. Dann sind wir drüber gegangen, haben nochmal leicht getestet und dann ging es hier weiter nach oben. Also möglicherweise erster Zwischenanlaufpunkt. Und das wäre auch mal aus rein schadtechnischer Sicht hier, wenn wir mal die Korrektur auslesen, äh, die wir hier drüben gehabt haben, also hier diesen Trend nach unten, da war ja jetzt das die Korrektur. Und wenn man das einfach mal nach unten dran baut, an das Ausbruchslevel, da sehen wir, haben wir schon das Potenzial hier hier unter die Marke von 188,40 deutlich drunter zu laufen und hier in Richtung 188 nach unten reinzugehen. Das ist das, was wir hier im kurzen Blick zur Unterseite haben. Das zu den Fragen. Tja. und dann würde ich sagen, weiteres gibt es hier nicht. Das heißt, an dieser Stelle äh, sage ich wie immer, dass ich allen einen erfolgreichen Trading-Tag wünsche und natürlich wie jeden Morgen auch sage, einen Plan machen den Plan traden und dann wird es passen. Ich freue mich auf morgen und noch ein kleiner Sendehinweis. Am Mittwoch kommender Woche ähm, wird es wieder eine Live-Diskussion geben hier mit den, äh, mit den, äh, mit den Analysten von Tickmill äh, zu aktuellen Themen. Da geht es Thema Covid-2, äh, Quatsch Covid-19, zweite Welle. Ähm, das machen wir nächste Woche Mittwoch. Wenn ich das richtig im Kopf habe, 16 Uhr, ich gebe morgen den Link auch gleich nochmal raus, wird auf Englisch sein, aber ist interessant, äh, einfach mal ein paar andere Blickwinkel zu sehen. Ne? Weil wir sind hier in Deutschland, wir haben unseren Blickwinkel hier in Deutschland, ähm, die Analysten von Tickmill, die sitzen überall auf der Welt verteilt und das ist interessant, einfach mal zu sehen. Wie bekommen denn andere Trader das ganze Umfeld mit? Wie geht es denen in ihrem eigenen Land? Das bleibt sehr, sehr spannend. Also, wen das interessiert, anmelden. Den Link packe ich morgen gleich nochmal ins Webinar mit rein. Also, bis morgen und allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Bye-bye.